High Stakes, weil das ja so, wo man das, ja. Und los geht's. Gut geht. Bestimmt. Nebenbei, ich hab rausgefunden, aus irgendwelchen Gründen ist die Hupe bei mir zwar vorhanden, aber witzigerweise oft bei meinem Controller auf der A-Taste. Okay. Ah! Ja, das kann man ja einstellen, wenn man die Hupe haben will, oder? Naja, ich hatte kurzzeitig mal Probleme gehabt, die ich noch erinnern kann, das irgendwie. Weil das Spiel irgendwie nicht so wollte. Okay. Keine Ahnung. Ah, für aus dem Weg. Ja, besser als die Parkverbot-Taste X. Keine Ahnung, was da drauf gesetzt ist bei mir. Oh Gott, was fahre ich mit meiner Viper denn hier gerade? Ne, ich wollte da hin. Dadurch bin ich jetzt hier ganz langsam gefahren. Ach, diese Spiegelung macht mich hier schon wieder fertig hier. Ich habe gesehen in einer Auswertung, wir sind nur 8 Punkte auseinander, Crash. Ja, das ist nicht so viel. Das ist ja voll cool, was wir uns hier im Battle liefern. Das kann gerne so weitergehen. Das liegt an diesem blöden Crash, wo ich ein Video drauf gelinkt habe. Danach war ich ja so weit weg. Oder der Crash, der aber legitim war. Ja, gut, aber der ist ja halbwegs normal, sowas kann passieren. Ja, meine ich ja. Das war ein legitimer. Aber das andere Ding war merkwürdig. Ja, aber solche. Aber diese Stelle musst du dir halt merken, fahr nicht zu weit rechts, da kann solche Anomalien tatsächlich passieren. Also in diesem Ausmaß, wie sie bei dir passiert, das habe ich zwar noch nicht gesehen, richtig aber... Richtig gebounced, als wäre da wie, keine Ahnung, Sprengfalle im Boden gewesen. Aber dass es auch die Kontrolle verliert, das kann da durchaus auch passieren, aber bei dir war es halt richtig hart ausgeartet. Ja, vielleicht war dann eine Landlinie von... Ja, so hat es angefühlt. Ist halt so eine Stelle, die du bemerken solltest, nicht zu weit rechts. Nein, ist noch nie passiert, da merke ich mir überhaupt nichts. Soll mir fällt es weiterhin nie wieder passieren, fertig. Jetzt hast du es aber einmal ins Leben gerufen, jetzt wird das vielleicht wieder passieren. Ja, wer weiß. Ja. Gegen Kirsche muss da mehr kommen. Jetzt wird das nichts. Du Tritt, ey. Das ist doch HP2 und nicht Gasgas, Mann. Ah, was war das denn? Gasgas, was? Das war ein Spiel, Mann. Ja, was hatte jetzt Gasgas mit dieser Wand da zu tun? Ja, das passt zu der Frage. Bei Gasgas, das kann man auch gegen Wände fahren. Ja, das kann man bei vielen spielen. Dein Lieblingsspiel, wie es aussieht. Ja, bei Big Rigs kannst du es nicht. Du holst, glaube ich, immer noch hinterher, dass du es nicht mehr drin hast. Noch der Trelli ist aber ein sehr adäquater Ersatz. Da kann ich da sehr gut drüber hinwegsehen. Trotz EA als Publisher wird das neue Formel 1 VR haben. Weißt du, was noch das Beste ist? Na? Das neue Need for Speed, da hilft Codemasters mit zusammen. Na, vielleicht wird dann mal was Vernünftiges neben drauf. Criterion Games, die das sowieso ja machen, hilft Codemasters noch ein bisschen da rein. Hä, wie soll das gehen, dass da mehrere Leute, ich meine, viele Köche und Brei und sowas... Ja, er hat wohl gesagt, ihr macht das jetzt. Codemasters muss das tun, was ihr halt mal jetzt sagt, ne? Aber wenn das Formel 1-Spiel jetzt so VR bekommt, dann besteht ja auch gute Chance, dass auch ein neues Rallye-Spiel wieder VR bekommt. Na, man, es bleibt zu hoffen.
wird sowieso spannend, wie es mit Rallye weitergeht, weil 2023 läuft für Kiloton GWRC Lizenz aus und die geht wohl jetzt an Codemasters 2023. Also an EA. Ja, jemand auch über. An denen geht's halt. Ja. Und das wird dann halt noch auch nochmal spannend, weil ich frage mich, was wird dann. Wie wird das Spiel dann heißen? Wird das überhaupt noch Dirt dann heißen? Oder wie erzählt? Und was macht. Ich lass dich gleich reden. Und was macht Kyloton dann? Weil die haben die WSL-Lizenz dann nicht mehr machen. Die dann das sind freiläufigere Autos oder so. Da bin ich echt mal gespannt. So, jetzt bist du dran. Ey, freut sich ja. Sie kriegen irgendwie immer mehr und immer mehr. Wenn diese Lizenz ja wirklich Richtung Codemasters landet und das ja sowieso dahin gehört. Meine Gott, wo hängt dann EA eigentlich nicht mehr zwischen? Ja. Glückwunsch, du bist Zweiter. Also so langsam wird das, ist das echt nicht ohne. Es wäre ja alles halb so schlimm, wenn sie dann wenigstens gute Spiele machen, aber da haben sie ja bei Need for Speed ein bisschen geschwächelt, ne? Naja, sie haben halt in sehr kurzer Zeit sehr viele Need for Speeds rausgebracht. Wer weiß, wie sich das jetzt entwickelt, dadurch, dass sie ja zwei daran arbeiten, ne? Und dann kommt ja noch hinzu, Lizenzspiele musst du jedes Jahr ein Spiel bringen. Das freut natürlich wieder EA. Ach so, vielleicht haben die es dann immer deswegen machen müssen. Möglich. Und ich meine, Kiloton kam damit klar, tatsächlich. Die haben es geschafft, in einem Jahr ein gutes Spiel abzuliefern, aber ich weiß natürlich nicht, wie gut Codemasters damit zurechtkommt. Ne? Weil siehe Formel-1-Spiele, die sind hier auch ganz gerne mal verbuggt gewesen, weil es eben halt das ein Jahr nicht ausgereicht hat. Aber naja, wir schauen mal. Auf jeden Fall wird bestimmt der Content nicht mehr so umfangreich sein, so wie er aktuell in Dirt Rally 2 ist. Typisch EA wäre. Komm, wir bringen DLC für DLC. Ja gut, da kann sich Codemasters aber auch nicht. Ich weiß. deswegen wird sich da nicht groß vielleicht viel ändern. Ja, da hat hier Codemasters laut EA bestimmt alles richtig gemacht. Na gut, aber es ist ja so, dadurch hat das Spiel aber auch jetzt richtig viel Content. Ne? Also in dem Moment war es ja wirklich besser, als wenn sie nicht da wären und dann nur das Basisspiel dann wenig Content. Ne? Ja, also können wenigstens weiterarbeiten, genau. Ich habe lieber weil gerade wenn man so Clan spielt, ist es natürlich schöner, wenn man ein Spiel hat mit viel Content, als viele Spiele mit wenig Content. Ja. So wie HP2. Ja, irgendwie bräuchte dieses Spiel ein bisschen mehr. Das Spiel bräuchte vor allem mehr Strecken. Strecken sind zu wenige. Strecken ja auf nur vier verschiedene Gebiete sind. Das ist ja halt das Problem. Wenn es wenigstens alles unterschiedliche Orte wären. Die Konsolenversion hat nur noch eine dazu bekommen. Ja. Das ist es bald. Hätten sie ja alles verschiedene Länder gemacht, wäre das deutlich abwechslungsreicher. Und dadurch fährt man ja auch die gleichen Stellen wieder ab, ne? Das nicht nur, dass es die gleichen Texturen und so sind, man fährt ja auch die gleichen Bereiche wieder. Darf man ja nicht vergessen. Oh Gott, Auto.
Na, heute mache ich es dem Kirsch wohl nicht ganz so einfach. Boah, ich fahre halt entspannt hinter dir her. Ich fühle mich jetzt auf der Strecke so alleine. Ja. Das sind halt die falschen drei Leute für dich. Ja. Definitiv. Ist die, wie ist es in Zeitfahren? Ja, wer weiß, ob sich dann Dennis das Video hier anschauen will, wenn das hier sowieso nur Zeitfahren ist. Boah. Ach man! Ich meine, in dem Video hängt sowieso ein Special Feature drin hängen, aber das war's. Special Feature? Ja, er will jetzt sehen! Er fährt mit der G2-Hero-Gitarre. Das ist ja nicht schlecht. Ich könnte es dir verraten, aber dann nimmst du die Spannung raus. Ah, jetzt bist du weg. Er fährt nach dem Riff des Songs. Ja, ist klar. Wer weiß, wo du dann so hinfahren wolltest. Keine Ahnung, aber der ist hier gerade ganz schön mies gesprungen. Au! Ja, ich bin auch voll geflogen, keine Ahnung warum. Oh, meine Karte ist leer. Ja, ja klar. Beim Highspeed-Abflug ist es immer so. Wer hat das denn da gerissen? Ja, komplett abgeflogen beim Sprung und danach im Setten müssen. Oh, das ist natürlich. Ja. Das war wahrscheinlich, weil ein Panzer auf dich geschossen hat, denn schließlich läuft gerade Command & Conquer Musik im Radio. Nein, ich habe keinen Panzerbeschuss wahrgenommen. Wahrscheinlich wieder eine Landmine. Obwohl, nee, dafür war der Absprung zu smooth. Er ging nur auf einmal immer höher, höher und höher. Oh Mensch. Muss ich denn das immer so gefährlich machen hier? Kann ich das nicht mal ein bisschen relaxter angehen? No Mercy, ja, das passt. Keine Gnade für den Kirscher. Tja, Verluste gibt's immer. Ja, und der Sprung war mal wieder gar nicht in der Luft. Fast kaum abgehoben. Wenn beide im Schnitt so in der Mitte gewesen wären, wäre es auch okay gewesen. Das ist deine letzte Runde. Natürlich. Jawohl. Ja, der Sprung war schmerzhaft. Nee, ich bin auch gleich irgendwann mal da. Keine Hektik. Nicht drehen! Ey, du hast gesagt, du bist gleich da. Ja, ich hab den Sprung zur Abkürzung mal wieder super verunst. Sagst du Bescheid, wenn du im Ziel bist, weil ich muss gerade noch den scheiß Countdown.
So, bin fast da und ich fahre durch. Ach, shit. Dann du bist Zweiter. Ich habe aber Bescheid gegeben. Ja, alles gut. Das, wie hätte ich es denn noch sagen sollen? Ach, ja, ich drehe mich ja, noch. Du hättest halt noch ein bisschen jetzt länger warten müssen, bis ich es fertig getippt hatte. Ach, genau. So, meine Counter und mich eben rausschmeißen. Der ist mich, glaube ich, noch. Also, drin. Wir haben was falsch gemacht. Wir sind National Forest mit 5 Runden gefahren, aber irgendwie wäre das ein Sprintrennen laut. Dem Fehler. Ja, der Fehler wurde korrigiert. Somit stimmt diese geschätzte Rundenzeit ja gar nicht. Rennzeit. Na, ich denke, da wird eher einfach nur die Ausgabe nicht gestimmt haben. Ich meine, wie schätzt du denn 5 Runden Scenic Drive? Geht nicht. Wer weiß. Wahrscheinlich war nur die Ausgabe falsch. Das sind halt gerade National Forest Scenic Drive vertauscht, denke ich. Die Ausgabe, der Random Generator dachte, dass Scenic Drive Rundkurs ist und National Forest Sprint. Das ist halt verwechselt von Jonat gewesen. Weil Jonat macht mir ja die Programme. Ich glaube, Stevie hatte noch kein Auto. Nein. Ich bin. Jetzt ruhig schon wählen können. Ja, schön, dass mein OBS mir sagt, ich bin im Ladebildschirm. Mein Hauptmonitor mir noch sagt, mir die Rennergebnisse im abgestürzten Modus zeigt. Was? Okay. Also. So oder so, start mal neu, falsche Reihenfolge. Mir ist das Spiel sozusagen Schreiber abgestürzt mit keiner Rückmeldung. Okay, das ist spannend. Warum? Nein, warum öffne ich das Programm? Demon, Startrennen neu. Ja, ja. Ich muss da erstmal auf mein Server-Interface drauf. Ich frag mich nur, warum mir das Spiel. Warum ist mir denn das Spiel abgestürzt? Ist mir gestern auch passiert, keine Ahnung. Auf einmal mitten im Rennen eingefroren, noch einmal kurz geruckelt und dann war ich im Desktop. Mir war nur komisch, weil OBS sagt mir, ich war wohl im Ladebildschirm. Mein Hauptmonitor sagt mir aber irgendwie noch Rennergebnisse. Ist es das TVs eh weg, ne? Ja. Kann ich connecten? Ja, ja. Oh, der Timeout läuft noch, echt komisch. Was auch immer gerade war, keine Ahnung. Darf ich auswählen, oder? Ja, ja, klar, alle warten. Wir fahren nochmal den Musik, okay. Mal gucken, ob wir gleich advanced. Bin ich gespannt. Ich hab keine Ahnung, was das war. Sollte erst nicht tun, was. Ach, fuck, ich hab vergessen meinen. Gut. Ab jetzt hab ich links 3. Hä? Ja, du weißt doch, der Controller. Und seine Todeszone. Die hab ich vergessen anzupassen. Ich hab aber jetzt den links 3 drin. Den ich eigentlich immer einstelle im Spiel und das leider vergessen habe. Na egal. Muss ich den Rennen auch noch einstellen können? Bitte? Ich glaube davon, ich glaube nicht, dass ich das so mache. Ich glaube, muss davon nochmal, müsste ich vom Server, glaube ich, runter. Echt? Glaube ich jedenfalls. Alter. Falsche Seite gesprungen. So. Geh doch nicht immer darüber. Mann!
lange her, dass man Rammstein-Lied mal in einem Renntagsvideo war. Muss ich ja mal sagen. Kein Wunder bei den vielen guten Liedern. Mhm. Bei den vielen was für Lieder? Du. Ach du. Ach du. Na, Rammstein ist nicht so viel drauf. Ich muss mal ein paar mehr hinzufügen. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt schon den neuesten reinpacken müsstest oder erstmal nur darfst oder erstmal warten müsstest. Keine Ahnung. Weil es zu frisch ist oder so, genau. Was weiß ich? Es ist unter Copyright-Zeugs, keine Ahnung, oder nicht, aber. Na gut, okay, ja, das vermischt irgendwann nach vielen Jahrzehnten. Nee, dann werden wir uns gut ändern. Gerne mal die Bestimmung, wenn es halt. Ja, Monetarisierung der ganzen Blockfilm halt, ne? Wir hatten ja mal zwei, drei Lieder, wo das vorkam, weißt du ja. Aber es so in die Klacksfirma ist. Da musste ich ja sage und schreibe das Video nochmal neu bearbeiten und die Stelle habe ich dann mal eben kurz die Original-Sound weggemutet und irgendeine andere Musik kurz zwischengeschoben. Ich hab's angefochten mit der Begründung des Sounds. Kann kein Mensch was mit anfangen, hat die Plattenfirma akzeptiert, ist frei. Ja gut, da ist bei dir der an dieser einen Stelle der die originale Audio halt da, bei mir halt nicht. Dies ist die letzte Runde. Ja, ich dachte, das ist scheiße, ey. Also, abgesehen von uns beiden, bist du der Beste. Und sonst ist ja. Ja, aber sonst muss er sich immer mit den anderen rumschlagen. Das ist diesmal nicht der Fall. Oh Mann, ey. Ja, es wäre schon jetzt überraschend, wenn er auf einmal vor uns fahren würde. So gesehen, das wird niemals sein. Zumindest nicht bei diesem Spiel. Und bei Dirt Rally. Oh, bei Dirt Rally war er ein paar Mal vorne, ja. Ja, sag ich ja. Achso, ich dachte, du hast es auch bei Dirt Rally. Ja, okay, das hat schon. Wobei ich das gerade aktuell gar nicht mehr zocke, nicht so aktiv mehr zocke. Es kommen aktuell keine Weekly-Videos. Ich hab auch keine gefahren gehabt. Aber das hatte bei mir aber auch aktuell andersweitige Gründe. Hatte ich dir ja geschrieben gehabt. Das ist recht, warum ich bei dem letzten Renntag so ein bisschen nicht ganz on point war. Ja, aber ich hatte auch keine Videos gebracht. Eins wollte ich ja bringen, aber da hatte ich ja mein Auto geschrottet gehabt. Zu dem Abend wurde das übrigens noch schlimmer und ich bin froh, dass das nicht während des Renntags passiert ist. Sonst hätte ich mitten im Renntag leider absagen müssen. Schön noch Abstand gewonnen, ja. Sonst hätte ich mitten im Renntag echt eine absagen müssen und das wäre blöd gewesen. Okay. In der zweiten Runde oder so? Ja, die Entzündung, die ich da hatte, wurde auf die Nacht von Sonntag auf Montag so schlimm. Ja, sowas kann ärgerlich sein. Ich konnte die Nacht gar nicht schlafen. Ich habe alle paar Sekunden Mund in Wasser packen müssen, damit der Schmerz nicht da war. Hä? Wasser in Mund oder aber. Ja, weil die Entzündung bei dem Zahn war. Und wie macht Wasser im Mund den Schmerz weg? Es betäubte irgendwie, keine Ahnung. Echt? Ich hätte jetzt eher gedacht, sowas wie, oh, Wasser ist kalt, das triggert nochmal richtig oder so. Nee, bei mir war warmes Wasser eher getriggert. Oh. Kann ich irgendwie im laufenden Betrieb? Nee, ich kann echt nicht im laufenden Betrieb das anpassen. Du kannst mit Alt-Enter, Alt-Tab-Technologie Nein, raus. Für diesen scheiß Links. Ja, Lenkrad, ja. Warte, bis die Strecke gewechselt hat und dann gehst du einmal runter. Ja. Muss ich leider mal eben kurz einmal machen. Sorry, ich hab das echt vercheckt. So, geh runter, mach es. Make it so. Bin noch kurz vom Server wieder runter, wer hätt's gedacht. Zack.
Optionen, dankeschön. Und er ist advanced. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ja. So, muss ich das Passwort wieder eingeben oder hat sich das Spiel das gemerkt, dass ich es eingeben habe? Natürlich nicht, das musst du wieder eingeben. Gemerkt, das wäre ja was. Sowas merken sich nur Shooter, nicht Spiele von EA. Das kann... Shooter merken sich sowas? Also Unreal Tournament 2004 zum Beispiel hat sich das gemerkt. Das ist ja unsicher. Ach, Demon. Nur weil da eine Meldung, wo irgendwas mit Civi steht, auftaucht, heißt das nicht, dass Civi einen Wagen ausgewählt hat. Ich wollte gerade auswählen, was mache ich denn jetzt? Warte. Ja, stimmt, das geht schneller, als auf dem Server auf der Konsole rumzufusseln. Da finde ich, gut, jetzt wähle ich aus. Ich wollte Enter drücken und dann lese ich, er wählt den Lotus Elise aus. Ich denke mir so, Er versucht aber auch immer wieder. Würde ich zwei Katzen ins Video hauen müssen, ist aber nicht das Problem. Ist hier nix Probleme. Die Strecke sollten wir jetzt wie viele Runden fahren? Fünf. Ja, dann lass sie mal fünf Runden fahren. Ja, den Patch von Donut immer noch nicht bekommen. Ja, der muss, erlaubt er sich auch einfach arbeiten zu gehen. Er kann ja schon arbeiten, aber nicht so, dass es den Renntag stört. Richtig. Da muss man schon mal Prioritäten setzen. Also hast du gehört, Jonathan, ne? So ist das. Also, setz deine Prioritäten neu. Oh, ja, genau. Busch. So wie sie den Weg hier geteert haben. Ach so, ihr habt dieses Zombie-Ding, ne? Wieso soll ich denn jetzt außen lang? Aber der Busch hat die Apokalypse noch überlebt, auch wenn er ein bisschen verschimmelt aussieht oder vergammelt aussieht. Wann bin ich denn zum letzten Mal da lang? Verwelkt war das Wort, was ich. Warte, ich kann's dir sagen. Gerade eben. Ja, direkt, ich meine, wann zum letzten Mal davor, meinte ich. Weiß ich doch nicht. So eingeschlafen im Kopf? Keine Ahnung. Also, heute mache ich es dir ein bisschen leicht. Mach's gut. Da das bei anderen Tagen nicht so rein wird, sollte ich das gut ausnutzen. Oh, da war eine Abkürzung, die ich vercheckt habe. Ja, die habe ich genommen. Weiß auch nicht warum. Also wir fahren so oft die Strecken und sollte das eigentlich langsam wissen, ne? Na gut, wir fahren ja die gleiche Strecke noch viermal direkt hintereinander, um auf die fünf Runden zu kommen. Stimmt, so war das ja, genau. Also Dennis, ich hoffe, du hast das auch genauso eingestellt. Wie er so sagt, um zu sagen, nee, ich hab's vergessen. Nee, es war ja gar nicht die hier, oder? Das wäre jetzt National Forest gewesen laut Plan oder irgendwie sowas. Oder? Nee, wir hätten das, jetzt Sonic 2 5 Runden fahren müssen. Das ist alles richtig, ich hab halt nur das, ja. Hä? Die National Forest hat Runden gegeben. Ach so, aber es war doch, okay. Ich dachte, die Strecken sind vertauscht gewesen. Du hast einfach neue Runden dir ausgedacht. Und es ist wieder abgestürzt bei mir. The fuck? Warum denn beim Laden der Strecken? Jetzt nicht. Ich habe einmal kurz raus und wieder reingezappt und dann ist es wieder da gewesen. Hä? Also war es nicht abgestürzt oder was?
Ich habe keine Ahnung. Also ich, langsam glaube ich auch zu wissen, woran es liegt. Und ich hoffe nicht, dass es wirklich das ist. So, dann kann ich ja. Ich kann mein Experiment im Hintergrund. Na ja, gut. Egal. Nicht tatsächlich Abschluss, das ist ja halt zu wild, oder? Ja, aber keine Ahnung, ich muss jetzt einmal raus und rein tappen, damit er auch wirklich reinhält. Ach Gott, das ist, ach ja, ist aber Kette. Ja. Das wundere ich mich denn überhaupt. Es ist doch der Parketter. Oh Gott, ernsthaft? Alter. Da kriegst du ja nicht mal diese Kurve, wenn du das hier. Ja, Kurven. Nicht so Ferraris Ding. Obwohl, in der aktuellen Formel 1 sind die sehr gut in Kurven. Aber das Spiel ist halt nicht aktuell. Und es ist nicht Formel 1. Das könnte sich ja gerade wieder ausgleichen. Nein. Alter, lenk doch ein! Nein, Barquettas lenkt nicht ein. Da verlangst du definitiv zu viel von einem Barquetta. Die begradigen eher die Straße, als dass sie einlenken. Ja. Oh Gott, ja, der Winkel hätte nicht beschissener sein können. Oh Gott, das Auto auf der Strecke ging gar nicht. Holy moly, Kanoli. Das war ja ein Krampf. Ja, das Auto ist nicht nett. Obwohl, es gibt Schlimmeres. Du hast gewonnen! Mal beim nächsten. Wird das wieder passiert? Vor allem, was jetzt eigentlich genau passiert? Das will er ja nicht verraten. Tappt er nur raus? Nein, das dieses... Ich hab, wenn ich das genau wüsste, könnte ich es dir sagen. Ich weiß es ja nicht, was es genau ist. Och, ist es wieder. Aber was genau? Ja, wenn ich das wüsste! Ich muss einmal kurz rumtappen, dann lädt er bei mir das durch. Okay. Cool. Was siehst du denn? Also kommt der Ladebildschirm und dann? Nee, witzigerweise kommt ja kein Ladebildschirm. Ich sehe im OBS, dass ich in den Ladebildschirm komme, aber nicht auf dem Hauptmonitor gerade. Okay. Das heißt, du bist im Ladebildschirm, sonst würde OBS ja nicht anzeigen, nur der Hauptmonitor macht irgendwas Komisches. Keine Ahnung. Strange. Oh, 7 Runden dieses Auto. Keine Ahnung, ob halt irgendwie, was weiß ich hier, weil ich was vom Browser abgreife, was ein dauerhaftes Update mit reinbringt, ob das deswegen die Probleme gerade verursacht. Wirklich, weiß ich nicht. Kommt halt auch an, was du da machst. Aber das sehen wir dann ja im Video. Ja, eine Sache, die ich anders lösen würde, aber leider muss ich es über den Browser
rauscapturen geht nicht anders, weil ich keine andere Möglichkeit gefunden habe. Was denn überhaupt? Ich will ja doch nicht sagen, dass das müsste. Ach, das ist das, ist das Special Feature, okay, genau. Okay, das war das Special Feature. Oh Mann, ja. Das ist total fies. Das heißt, die, die dein Video angucken, die wissen das schon die ganze Zeit. Und wir tapseln hier im Dunkeln. Yes! Ja. Brutal. Ihr könnt von einer, der das anguckt, es nicht einfach mal jetzt irgendwie verraten? Genau jetzt, bitte sofort. Achso, das bringt nichts. Sie gucken es ja alle viel später. Das Video kommt erst Dienstag oder Mittwoch online, richtig? Ja, kein Livestream. Nein, ich streame das nicht, das ist richtig. Sonst könnte ich es mir auf dem Zweitbildschirm angucken. Während du fährst. Guck dir deine Birds Hopster! Sehe ich das Pedal von meinem G27 auch durchdrücke, irgendwie kommt da einfach nicht mehr. Ja, das liegt am Auto. Das ist aber auch eine lahme Karre, die wir gefahren. Ja. Ich bin gar nicht drauf geachtet, was das, was wir da fahren, aber wir fahren da irgendwas. Totale Scheiße fahren wir hier. Ja. So sieht's mal aus. Gewichtsverleihung ist ein bisschen zu viel, Auto. Knappe 3 Minuten für eine Runde. What? Und das auf Wine Country, das sagt alles über das Auto. Naja, es war ja die Startrunde, die anderen gehen bestimmt in einer Minute. Ich glaube ja. Auch, das wird's sein. Er hat halt für den Anfang nur so lange gebraucht, sagst du? Ja, bis der erstmal warm läuft und so. Er kocht wahrscheinlich schon. Ja, gut möglich. Ist der überhaupt für Fahrten länger als 10 Minuten ausgelegt? Ich glaub nicht. Aber du bist ja richtig happy mit dem Auto, wie es so aussieht. Generell nicht, aber in der Tat auf der Strecke hier kann man erstaunlich viel einfach Vollgas fahren. Eigentlich alles, oder? Sich drauf geachtet, aber auf die Mutkurve, das habe ich mich mit der Klammer noch nicht getraut. Wieso? Nur weil die nicht lenkt? Ja, weil ich gerne, wenn eine Unebenheit entsteht, gerne wegdreht. Weil das sind aber dann denkst du mich auf einmal so 180er Wende. Ja, dann siehst du wenigstens was von der Strecke. Jetzt wissen wir also, wo die lange Zeit für die Renndauer so geht. Herkommt. Na gut, die wird es eh länger sein, weil das der Generator das ja vercheckt hat, oder? Weil er falsch programmiert war von der Art. Ja, Jonas, schäm dich! Hätten doch nur 6 oder 7 Strecken gereicht. Ja, wahrscheinlich hätten 8 oder 9 statt 10 gereicht. Aber ist doch gut, dann haben wir nochmal 2 Stunden. Aber vielleicht wird es doch trotzdem weniger. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir werden es ja merken. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich ja diesen Zwischencut da drin haben werde. Irgendwie schaffst du dieses Auto nicht richtig an meinen 2 Stunden. Leider noch ein bisschen schwer. Ach, du machst mich voll platt mit der Karre, ja. Das ist ja nichts zu fassen. Ja, entweder du machst hier zwischendurch Picknick oder irgendwas ist echt komisch. Ja, eigentlich nicht.
weil es jetzt auch nicht so, dass das mein Lieblingsauto wäre oder sowas. Nicht? Nein. Nein. Also ich habe generell für mich die Regel aufgestellt, Autos, die wir totale Scheiße nennen, sind nie meine Lieblingsautos. Aber die Mutschkurve geht tatsächlich auch mit dem Vollgas, okay? Habe ich ihm jetzt einen Trick verraten, verdammt. Naja, ich hatte den Mut vorher, nicht sagen, was man will. Weil ich mich weggeschüttet habe. Mann, na gut. Eine komische Karre. Und sowas hatte Käufer. Na gut, also die meisten Käufer sind ja nicht so gefahren, wie es in Rennspielen üblicherweise gemacht wird. Ach so. Wahrscheinlich geht es da eher darum, wie viel Kästen Bier hinten reinpassen oder sowas. Ja, aber wenn du das machst, dann wiegt er ja noch mehr und dann die Gewichtsverlockung nach hinten. Ja, aber überleg. Ja, nach, bei 50 km/h ja, aber überleg mal bitte, wie schnell fährst du so grundsätzlich auf normalen Straßen? Ja, aber wenn jetzt die Bierkisten da drin sind, dann dreht er sich ja bei 50 schon weg. Nein, nein, das Ding ist, mit Bierkisten ist der relativ gesehen kaum schwerer als vorher. Das ändert quasi nichts. Wenn du in so ein CLK eine Bierkiste reinpackst, das hat prozentual eine riesen Auswirkung aufs Gesamtgewicht. Bei dem hier nicht. Nicht? Nee. Der wiegt ja schon zig Tonnen, deine Kiste Bier mehr, was soll's? Na gut, so gesehen. Alter! Wie? Welche Kurve ist das, dass du so abgehst? Ja, eigentlich alle. Nee, ist eine bestimmte Kurve, wo du immer Abstand gewinnst. Ja, aber ich gehe in allen Kurven voll ab. Und du halt eben in allen bis auf einer. Da weiß ich jetzt auch nicht, welche das ist, aber. Sehr frustrierend. Und dann 7 Runden. Wie soll ich denn so die Meisterschaft vor und aufrechterhalten? Na, wenigstens hast du ja bei den anderen Rennen geparkt. Ich dachte, da gäbe es einen Pflichtboxenstopp. Also wir sind gleich schon 10 Minuten auf dieser Strecke unterwegs. Sie ist ja, positiv, es ist keine Ente. Nein, sie ist positiv, es ist kein Bus. Was gibt's noch in schlimmen Autos, die wir schon mal gefahren sind? Der Bus war ja, das war ja das Nirvana, glaube ich. Eine Stunde Bus, das war nicht die Lieblingsbeschäftigung. Hat man mir auch gar nicht angemerkt oder so, ne? Ja. Auch nicht im Video oder so. Hätten wir den Sieg nicht gefixt, hättest du noch 3 weitere Renntage Bus fahren müssen zu über 20 Runden. Dann wär ich ganz plötzlich krank geworden. Weil der Random nicht so wirklich random war erst. Wobei ich noch gar nicht weiß, wie das mit Ende diesen Monat sein wird. Weil ich am 24. Zahn-OP vor mir habe. Ist ein Dienstag, falls ihr euch fragt. Aber der Montag ist doch gerade erst zu Ende gegangen. Habe ich gesagt, Montag, der Monat? Monat, Ende des Monats. Also du meinst Ende des gerade begonnenen, also Mai. Yes. Da ist ja noch eine Weile hin. Bis dahin kannst du dir den Zahn ja irgendwie anders ziehen. Wie viele von denen, die da dran, an denen gearbeitet wird? Ja. Wenn es mehrere sind, würde ich sagen, man kennt das ja mit dieser Tür und dann Bindfaden an den Zahn und dann Tür zuschlagen und sowas bei kleinen Kindern. Nie gesehen? Alter, das funktioniert, Weisheitszähne, Milchzähne heißen die Dinger.
Aber schön, dass du weißt, dass das funktioniert. Hat er bestimmt früher gemacht. Glaube ich nicht, aber das habe ich schon mal im Fernsehen gesehen. Natürlich eher in Filmen, aber ist jetzt nicht so. Wollte es gerade sagen, also sorry. Ja klar, sowas schafft sich in die Nachrichten, ne? Also das siehst du halt, wenn dann nur ein Film. Heute in den Nachrichten. Kind wurde wieder der Zahn gezogen. Ja, nicht was wieder, sagt das sind ja nur die Milchzähne. Was sagt das Jugendamt dazu? Ja, hängt wahrscheinlich davon ab. Wahrscheinlich beschweren die sich, wenn es eine Mahagonitür war, wegen Tropenholz und sowas. Was sagt die Umwelt dazu? Aber so könntest du ja dann quasi, weiß nicht, mit Sekundenkleber den Bindfaden einfach mal so spontan ein paar Zähne anbinden und mal gucken, ob das dann auch funktioniert. Ich kann dir sagen, das wird schwer. Ja, ja, es hat keiner behauptet, dass das einfach ist. Aber nimm's auf jeden Fall auf, es wird bestimmt lustig. Jo Leute, willkommen bei einem neuen Video hier bei... Heute heißt für den Kind die Zähne raus. Wenn es euch soweit gefällt, dann lasst doch dafür einen Daumen da und aktiviert die Glocke und noch dazu bitte einmal bewerten und was in die Kommentare schreiben. Und was Nettes, weil Negatives werde ich löschen. Gut, fangen wir mal an. Also, wie ihr seht, habe ich ihn gar. Und wenn das Video über 1000 Likes bekommt, werden die Zähne auf eBay versteigert. Ja, und so, Moment, ich muss doch auf 10 Minuten kommen und. Ach, verdammt, bringt ja nichts, ich kann ja noch keine Werbung schalten. Danach kannst du welche vermieten. Oh Gott. Ja, willkommen auf die DNL. Boah, irgendwie ist das hypnotisch, hier so rumzurollen. Man muss aufpassen, dass man wach bleibt. Jetzt schlaf mal ein, schlaf ein. Nee. Lieber nicht. Nee. Dachte. Ein Sekundenschlaf wird mir schon ausreichen. Ja, also eine Sekunde kann ich hier auch blind fahren. Also gut, kommt auf die Situation an. In der Mutkurve habe ich mir gedacht, kann man mal einfach mal die Augen zu. Das mache ich immer zu, da habe ich Schiss vor der Kurve. Hast du keinen Mut? Nope. Deswegen mache ich ja die Augen zu. Musst du den Mut antrinken? Ja, das ist. Und trink für mich einen mit, weil ich aktuell auf Antibiotika bin, darf ich keinen Alkohol trinken. Oh ja, das verträgt sich nicht so gut. Nein. Ach, Red Bull mit Wodka passt schon. Ja, wobei, also laut meinem Arzt, ist ja witzig. Sollst du das machen? Ach so. Nein, der hat mir ein Rezept aufgeschrieben, sagt mir, ja, nehmen Sie die Antibiotika für 6 Tage. Ich gehe zur Apotheke, die sagen so, ja, nehmen Sie sie komplett. Ich rufe nochmal meinen Arzt an, er so, ja, nehmen Sie sie für 7 Tage. Haben sich geeinigt. Dann hängst du da und denkst du so, was jetzt? Was machen? Ja, das ist echt ein Problem. Ich weiß nicht, irgendwie war es früher jahrelang so, dass man gesagt hat, dass man die bis zu Ende nehmen soll. Wenn man sie nicht bis zu Ende nimmt, dann könnten Bakterien überleben. Das wären dann gerade die resistent gegen die Antibiotika werden. Dann würde man die Bildung von resistenten Keimen fördern. Und irgendwann war die Lehrmeinung wieder anders, dass man vielleicht doch nicht bis zu Ende, sondern irgendwie, es ändert sich halt eben. Das, was empfohlen wird, was das Beste ist, ändert sich halt all dann mal. Ja, jetzt ist nur halt die Frage, was soll ich machen? Weil heute wäre der 7. Tag. Was wäre denn bis zu Ende nehmen? Wie viele Tage? Bis Mittwoch. Ja, also wenn der Arzt sich hat hochhandeln lassen auf 7, dann würde ich wahrscheinlich dem Arzt folgen. Okay, dann ist heute meine letzte. Aber ja, keine Gewähr auf gar nichts. Na, ist er dann schuld, dann werde ich wieder zu dem hingehen und denken, dann soll er mal gucken. Aber mir fällt auch nicht mehr ein, es gab auch irgendeinen Grund, weswegen dann gesagt wurde, dass man doch nicht zu Ende nehmen soll, aber ich. Also, ich habe ja manchmal Probleme mit meinen Mandeln, wegen Mandelentzündung und so. Da soll ich immer komplett nehmen. Naja, wahrscheinlich je nachdem, wen du fragst, ne? Geh zum anderen Zahnarzt, der hätte dir auch gesagt, bis zu Ende nehmen. Es ist halt eben im Umschwung. Aber
Wahrscheinlich ändert sich in 10 Jahren die Empfehlung nochmal. Du weißt doch jetzt noch nicht, in welche Richtung. Alle 10 Minuten. Alle 10 Minuten neue Tablette einwerfen. Ja, das ist eher unwahrscheinlich. Das ist die letzte Runde. Dann stirbst du wahrscheinlich an Schlafmangel oder sowas. War ein ziemlich unsicher. Ja, wenn du alle 10 Minuten aufwachen musst, um eine Tablette einzuwerfen. Ach so. Und dass du eine Woche lang nicht schlafen kannst, deswegen. Da gehst du aber richtig kaputt dran. Nein. Was dich nicht tötet, macht dich nur härter. Ja, gut. Und alle 5 Minuten Booster nicht vergessen. Nee, das wäre. Na gut, alle 10 Minuten Antibiotika ist auch zu viel, so gesehen. Das ist beides zu viel. Oh, meine. Blutkurve hat jetzt nur mit 180 bekommen. Oh, ich habe noch nie auf die Geschwindigkeit geachtet. Ich weiß nicht, welche die Mutkurve die ganze Zeit ist, ne? Welche die Mutkurve ist? Das ist die nach der Abkürzung, die Tomete immer falsch nimmt. Also wo Tomete quasi die Abkürzung nimmt, obwohl man sie nicht nehmen sollte. Ach, die! Und dann gibt's die Abzweigung, wo es quasi Calypso nach links geht und Wine Country nach rechts. Und diese nach rechts Kurve, das ist die Mutkurve. Ich verstehe sowieso nicht, dass der immer die Abkürzung nimmt. Aber das Schlimme ist, damit überholt er mich! Ja, jedes Mal! Weil du den Außenweg scheiße fährst, du musst über den Rasen, nicht auf der Straße. Fährst dich vollkommen falsch. Dass ich grundsätzlich alles falsch fahre, ist kein Geheimnis. Mann. Naja, aber die Linienwahl, also ich meine nicht so irgendwelche Details, sondern so grob falsch. Wenn du wirklich auf der Straße fährst. Ja, du schaust ja nie meine Videos. Ich schaue auch nicht viel zu viele Videos. Er fährt das Ding halt auf der Straße, ne? Das ist natürlich langsam, klar. Ja, das kannst du halt quasi in einer langgezogenen Kurve fahren, wenn du über ein Gras fährst. Und Straße geht ja so hin und her und enge Kurven auch noch und so. Oh Gott, das war furchtbar, Auto. Es gibt also wieder ein bisschen Abstand zu Kirche. Ja, mir lief es eigentlich ziemlich entspannt. Ich hatte einmal so einen Halbdreher, also so, wo er anfangen wollte, sich zu drehen, was dann aber letztendlich halt nur Geschwindigkeit gekostet hat, aber kein echter Dreher wurde. Ja, ansonsten lief das ziemlich entspannt jetzt. Diese gottverdammten Drifts, die er manchmal einlegen würde, ja. Dadurch habe ich mich schon einmal gedreht. Weil ich versucht hatte, dagegen zu wirken und dann kam da eine Wand und dann war der Dreher drin. Machen konnte ich da nichts. Doch, bei dem Auto kannst du nicht. Was, ihr seid schon im Ziel? Nein, ich bin im Ziel. Ich auch gleich. Doch, das sagen sie alle. Na, da ist er ja. Ach, guck mal, da ist er doch. So, mit mehrfachem Überschlag, so wie es das Auto verdient hat. Oh. Alter, was ich hier für geile Stunts hinlege, das musst du im Video sehen. Das ist ja der Wahnsinn. Alter, das war. Okay, das war geil. Also das lohnt sich, das anzugucken nachher. Nachher direkt schon? Ja, direkt gleich. Er muss quasi bei sich das Video playbacken und es dann live streamen. Du, wieso? Während er aufnimmt, lädt er schon im Hintergrund gleichzeitig hoch. Ach, streamst du wirklich oder was? Nee. Nein, tut er nicht. Eine Zeit lang hat er das ja getan, seine Videos per Streaming oder per Premiere? Nee, per Streaming, ja, ne? Per Streaming, weil dann YouTube ist einfach direkt kodiert und so super Priorität auf den Servern kriegst. Ja, ja, gut. Also technisch war es ein Livestream, aber es war eine Premiere in dem Sinne, weil. Das, was mich bei der richtigen Premiere halt nervt, ist, dass er eben halt, obwohl die Videos in VP9 4K vorliegen, dass er dann nur in 1080H264 bei Premiere abspielt. Warum auch immer das eigentlich so ist. Das ist total bescheuert. Er soll doch einfach das und das machen, was da existiert. Ja. Was ist denn diese Premiere? Das heißt doch, du hast es schon ganz regulär hochgeladen, es ist schon fertig kodiert und sagst einfach nur so jetzt. Und bei der Premiere spielt der 1080H264. Ja, Premiere ist halt einfach so, du siehst, das kommt irgendwann, genau dann erscheint es zu dem Zeitpunkt. Alle können es zum gleichen Zeitpunkt, zum gleichen Abstand mäßigen her allen sehen und sogar irgendwie per Chat was dazu schreiben oder so. Okay.
Ja, vielleicht ist es so, dass die dann denken, dass das... Ach komm, die eine Sekunde. Vielleicht ist das, dass die denken, wenn dann wirklich ganz viele Leute auf einmal gucken, dann nehmen wir lieber eine einfachere Codierung oder irgendwie sowas vielleicht. Wie hast du das Ding denn auf 226 km/h geprügelt bekommen? Holy shit. Na gut, es gibt nur eine Stelle, ne? Die Vorstartziel ist die einzige, wo man 5 km. Ja, da muss aber, dann irgendwie gewesen aber sein. Aber wie hast du den denn auf 226 bekommen? Ey, du hast doch auch 23, also 3 km/h weniger. Also. Das ist eine Menge an der Stelle tatsächlich. Ja gut, 3 km/h. An der Stelle ist das echt viel. Wie warst du denn da so hochgekriegt, Alter? Das ist, weiß ich jetzt nicht, aber der Ausgang der letzten Kurve und dann bis zur schnellsten Stelle. Irgendwie, das muss es ja gewesen sein. Die jetzige Kombination gefällt mir. Hast du schon gewählt? Ja. Ja, dann. Die Strecke scheiße, das Auto scheiße. Okay. Das könnte sich ausgleichen. Was mache ich hier? Hallo, hallo, hallo! Unter der Erblindung leiten durch unseren Autos. Ich bin gerade keine Ahnung wie gefahren, habt ihr gesehen? Ich hab nichts gesehen, ich war schon vorbei. Dann muss das in der Sofortpremiere nochmal angeguckt werden. Ich meine, es ist ja cool, dass YouTube diese Premiere-Sache da hat. Ja. Also gar keine Frage. Und ging ja schon, mit der blöde Qualität-Bug da. Aber das heißt ja, die müssen das vorher schon noch zusätzlich in diese andere Qualität komprimiert haben. Ja. Mann. So gesehen ja schon, weil wenn du es ja überlegst, das ist ja eigentlich, YouTube ist also für dein Video ja schon auf VP9 gesetzt hat. Ist aber die Premiere nochmal runtersetzt. Die H264 Videos existieren trotzdem noch. Ja. Die werden nicht gelöscht. Ja, aber dann sollten sie einfach mal für die Premiere-Funktion das mal endlich mal anpassen. Ja. Meine Theorie ist ja, dass es daran liegt, dass der Countdown-Time 1080 nur ist und dadurch das ganze Video 1080 abgespielt wird. Dann sollen sie den Countdown. Ja, wobei, das ist ja auch das, was die Premiere auch mit sich bringt. Ja. Ist nur so eine Theorie, dass es vielleicht daran liegen könnte. Ja, aber in der Zeit, wo heutzutage Videos in keine Ahnung was für eine Qualität hochgeladen werden, ja, ist doch nicht die Möglichkeit hier, meine Güte. Falsch gefahren. Wäre das ja dumm, wenn sie wirklich den Counter nur darauf halt haben, weißt du? Reicht das für den Counter, aber wenn der dann halt nur dämlich, falls das der Grund denn ist, ich weiß es ja nicht, der Player deswegen dann nicht höher stellt, wenn das eigentliche Video kommt. Er müsste es auch von Hand einstellen können, dann, oder? Wenn die andere Auflösung angeboten wird für die Sofortpremiere. Ich meine nicht Auflösung, ich meine Codierung. Ja, aber die Sache ist, dadurch, dass dieses Jahr existiert, glaube ich nicht, dass wirklich diese Premiere-Funktion so aktiv benutzt wird. Ich habe es ja auch nur gesehen, dass es sowas gibt, dass man das einstellen kann, aber ich wusste nicht mal, was genau es ist. Ich kannte mal einen YouTuber, der hat das eine Zeit lang benutzt, bis das dann gelassen hat. Wahrscheinlich ist die Idee, dass man dann quasi noch mit den Leuten chatten kann. Zu dem Zeitpunkt live mit interagieren, richtig. Auch, das ist ja auch mega cool, nur die Qualität versaut es mir halt. Ne? Ja, vielleicht war das irgendwas, was es mal gab, bevor Streams erfunden wurden oder sowas? Ja, nein. Da war YouTube-Streaming schon vorhanden. Ja, und zwar im Livestream. Die werden ja von YouTube grundsätzlich transkodiert. Aber die senden Livestreams und VP9, 4K9 sogar. Aber die Sofortpremiere nicht. Aber die Premiere, die fertig kodiert auf dem Server, die Dateien fertig und die wird in H264. Mein HP2 ist weg. Wie das denn? Genau wie gestern. Mitten in der Fahrt angehalten, dann kamen noch kurz zwei Bilder und dann war Desktop. Okay. War das auch auf der Strecke her? Nee, es war irgendwo anders, keine Ahnung, wo auch immer. Ich habe das Problem, dass ich immer raus und rein tappen muss, um in die Strecke reinzuladen und dir. Aber es ist auch das zweite Mal. Also es war gestern zum ersten Mal, meine ich, passiert und jetzt halt eben gerade nochmal. Ich habe manchmal den Bug beim, wenn ich das Spiel starten will, dass es manchmal nicht starten will.
Beste auch bleiben, den Anfang habe ich so scheiße gefahren. Beim Nachfahren ist mir so konzentriert. Können wir ein bisschen dienen zu machen? Ja. Ja. Let's go in Aktion, scheiße. Let's go überträgt ja noch nicht mal den Gang, in dem ich fahre. Nö, warum auch? Das kann doch meine Automatikschaltung selber rausfinden. Je nach Geschwindigkeit ist halt eben der oder der Gang. Und dann ist der laut dir ein Beweis, was zum Gang, obwohl der Gang gar nicht, fuck, ja, gar nicht ist. Ja, richtig. Das ist lustig, aber ja. Aber andererseits, ich meine, die haben größere Probleme in ihrer Netcode-Übertragung als die Ganganzeige, so gesehen. Ja. Ja. Obwohl, ich kann jetzt nicht jammern, also. Na gut, okay, jetzt bist du fett durch die Säule durchgefahren. Aber davor ging es eigentlich, es war nicht zu weit außen. Es ist ja normal, dass immer viel zu weit außen anzeigt. Ja, aber ich war in Real zu weit außen, das ist doch das Problem. So, das wäre die letzte Runde, das heißt, du kannst jetzt hier nach Ziel direkt crashen, ne? Hier ist nichts zum Crashen. Och, nein, nein. Das bietet die Strecke leider nicht an. Da stehe ich. Hallo. Alter, wofür war denn das jetzt? Mann. Ich möchte gar nicht wissen, wo ich überall gegenfalle in deinem Netzkurs. Das geht. Klar, ab und zu fährst du mal so halb in der Stoß... wie heißt das? Nicht Stoßstange, sondern diese Begrenzung. Leitplanke, genau. Obwohl ich es nicht getan habe. Ja, gut. Mal gucken, warst du so halb in der Wand da? Das könnte auch eine Kameraanzeigeproblem gewesen sein. Nee, da war ich da. Den Hüpfer habe ich nicht gemacht, aber gegen die Wand war ich tatsächlich diesmal gewesen. Und keine Palme erwischt. Nee. Also ich meinte im Netcode keine. Das siehst du mal. Da kann ja immer eher mal was passieren. Ja, hier auch. Nicht im Zaun gefahren. Oho. Aber jetzt muss doch was kommen. Na, das sah gut aus. Netcode hat sich beruhigt. Der Netcode ist on top diesmal. Oha. Ich meine, klar, da sind ab und zu so ein bisschen komische Linien so. Gut, da bin ich wirklich gegen gefahren. Da war es doch wieder genau im Zaun, ja. Da war ich auch gegen gefahren. Aber das sah sauber aus. Also das sah aus, so hätte man dagegen fahren können. Bei dem Auto wahrscheinlich wirklich besser, oder? Nee, das ist eher der Ping. Also der Ping ist ja ziemlich niedrig zwischen uns. Was ist? Ja, es war keine gute Linie, aber was soll's. Jetzt war ein Hüpfer. Oh, nein, ich hab mich gehüpft. Nein, ich meine, also er war zu weit außen und ist dann plupp nach innen gehüpft, halt eben von der Anzeige. Ja, lustig. Da war wieder ein Hüpfer. Da in die Wand gescheppert. Nein. Hier ein bisschen weit außen. Aber war nicht getroffen. Nein. Nee, war ja nicht getroffen. Nicht getroffen war er. Ja, aber ich war auch nicht weit außen. Also. Ja, Kurvenscheitel war hier ziemlich verpasst. Nein. Das würde ich jetzt in meinem Spiel nicht so sagen. Das war verkackt, ja. Ja, das war nicht wirklich zu sehen. Da war kurz Wand. Ja, das stimmt, da habe ich auch so kacke in die Kurve gefahren. Hier fast die Wand getroffen. Okay. Echt spannend, was in der Kurve passiert. hallo und vorbei.
meinem Spiel stehst du da gar nicht. Da stürzt Echt? Jemand. Da stürzt jetzt eben einer. Was? Okay. Bei mir stehst du kurz vor dieser Abkürzung. Vor der Abkürzung quer, genau. So habe ich es auch gesehen, ja. Ja. Hier, Demon, die Anzahl Dreher lässt zu wünschen übrig. Oder hier mal so eine schöne Palme oder sowas. Nee. Da ist ein Hüpfer. Boah, du bremst hier, du Feigling. Ich rail da. Scherz geklappt. Also ich rail auch nicht Vollgas. Das ist dann zu... Oh, das sah nicht gut aus. Das war dann nicht gut. Der Einschlag war ein bisschen hart, ja. Oh, da ist die wie zu sehen. Wo bin ich zu sehen? Auf der Karte habe ich die kurz vorbeirollen sehen. Kann man hier geradeaus lang? Ach, zu spät. Nee, lass mal. Ich tue, was ich kann, um ihn abzulenken. Hat aber nicht funktioniert. Ah, bisher noch nicht so richtig. Ja, boom. Jetzt will ich nur wissen, warum mein Spiel abgestürzt war. Das kann dir keine beantworten. Hier, auf der Karte kannst du mich jetzt sehen. Da zwischen den beiden Kurven stehe ich. Bei dir auch? Ja, an anderer Stelle wahrscheinlich als bei dir. Nee, ich meine jetzt auf der Karte. Kannst du den Punkt sehen? Rechts ist Stevie, links der schwarze Punkt, das bin ich. Der schwarze Punkt ist bei mir ganz oben. Ganz also oben. Bei mir ist er genau zwischen den Scheitelpunkten. Weiter geht's. Also am, ja... Auf der Geraden quasi, auf der Geraden zwischen den... Also es geht runter, dann... Oh mein Gott, schwer zu erklären. Obwohl, gerade ist eine ganz gute Erklärung. Es gibt nur eine gerade auf der Karte, also da, wo, in der Ecke, wo ich stehe. Genau in der Mitte der Geraden stehe ich. Ich würde ja auch hupen, aber es kommt nichts. Den Gang überträgt er nicht, aber Hauptsache er überträgt die Hupe. Na gut, okay, aber das ist schon ein bisschen spektakulärer. Ich meine, wer kann denn auch damit rechnen, dass Leute manuell fahren? Ja. Ja, werde ich gleich wieder mal raus und rein und dann tappen müssen und dann jetzt mal wieder weiter. Keine Ahnung, heute ist das ein bisschen komisch bei mir mit dem Spiel. Bäh, 11 Minuten nachfahren? Oh. Ja. Ich weiß das. Oh. Das artet ja an Arbeit aus. Oh nein. Die lustige Schere. Ach wirklich, wir fahren das Ding? Ja. Rückwärts, okay. Boah, diese Geschwindigkeit. Besser als der Bus. Ja. Und nur 4 statt 23 Runden. Ja gut, 23 Runden gibt's ja auch in HP 2 nicht. Davon mal ab. Da gibt's den Asak nicht, ansonsten gäbe es das. Ich kann sogar 1 Million Runden einstellen, wenn ich das möchte. Ja, viel Spaß. Aber kannst du sie auch zu Ende fahren? Ja, das musst du mal probieren. Wir sehen uns ja nächstes Jahr. Mach dann 24-Stunden-Rennen draus, so, weißt du? Ich glaube, das reicht nicht. 12 Stunden Rennen? 12 Wochen Rennen vielleicht.
mit dem Elise. 1 Million Runden? Ja. Ich konnte auch 100 Millionen einstellen, ich kann auch 100 Milliarden einstellen. Was hättest du denn? 100 Millionen, was hättest du denn? Ging alles. Ja, dann mach halt eine Hochrechnung, wie viel du in, keine Ahnung, einer Woche schaffst und dann mach halt eben 7,24 Rennen. 7,24 Rennen soll er genau machen? Die neue Form von 24-7. 7,24? Ja, 24-7 kann jeder. Warum bin ich denn mit dem Elise hier gerade so langsam? Weil die Elise nicht schnell ist? Ja, aber Kirsche fällt mit dem etwas schneller. Ja, ich habe einfach Angst, mich bei Stevies Entzündung anzustecken und versuche abzuhauen. Welche Entzündung? Weil Entzündungen ja auch so ansteckend sind. Hast du nicht Entzündung gesagt? Ja, aber ich nehme seit Montag schon die Antibiotika, du Döse. Ja, wer weiß, wer weiß. Vielleicht ist irgendeine besondere, über Internet übertragbare Entzündung, die eine Woche Antibiotika aushält oder dann noch schlimmer wird. Genau, dann will die nämlich abhauen. Die will weg von dem Antibiotika und geht übers Internet woanders hin. Ach, zu dem Nächsten, der dann die Antibiotika nehmen muss. Genau, so machen die das. Ah, so ist das also. Das sind die modernen, intelligenten Entzündungen. Vorsicht, was du da sagst, nicht, dass da irgendwelche Verschwörungstheoretiker um die Ecke kommen und sagen, das existiert alles nicht. Ja, die kommen höchstens um die Ecke und sagen, das haben wir uns schon ausgedacht, haben ein Patent drauf. Immerhin kommt das auch schon mit Vollgas über den BF. Bitte Angst. Der Zeitpunkt war etwas nah. Upser. Alter, komm doch da rum, bitte.
lustige Fahrt hier. Was für ein Scheiß Einfahrt. Was machst du denn? Why? Why? Einfach mal spontan umkippen. Wirklich jetzt? Alter, das sah genial aus. Es war so ähnlich wie beim letzten, also bei dem CLK-Rennen, nur dass halt eben hier mehr so in Zeitlupe war. Das sah sehr gut aus. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Natürlich, weil er doch dadurch jetzt vorne ist. Ja, aber es sah halt auch cool aus. Das musst ihr sehen. Das sah total mega aus. Auf einmal kippt das Auto. Einfach so! Hat sich so gedacht, so. Kein Bock mehr. Ach, schön. Das ist wieder was für Rennstrecken-Highlights. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ja. Immer gern zu Diensten. Ja, mach daraus eine GIF, ja? Damit wir auch schön in der Bewegung sehen, wie er umkippt. Der Schmerz. Ich bin beim Berg diesmal nicht gesprungen. Also wenn das keine GIF wird, was du da uns in den Rennstrecken-Highlights jetzt zeigen willst, dann... Ne? Dann keine Ahnung. Das ist die letzte Runde. Nee. Ich erwarte von dir eine GIF. Aha. Lustigerweise könnte TNP das sogar. Die können das, wirklich? Ja, auch nicht. Aber das sind ja bloß Bilder, das sind ja wirklich bloß Bilder. Also, Sequenz von Bildern. Einzeln komprimiert. Ja, dann viel Spaß. Kann trotzdem nicht jedes Programm. Ja, Word kann das nicht. Oh, bei NFS 2 haben P2 DS mehr. Okay. Ja, nervig. Der Song ist nice. Kann man machen. Wie, das war keine bessere Rundzeit. Die hat sich so gut angefühlt. Kann ja wohl nicht.
war das nur für eine komische Rolle? Eine umwerfende. Ja, und das halt eben auf einer Strecke, wo eigentlich man nur rumrollen muss und jeder kleinste Fehler. Und dann halt eben so ein Komplettausfall. Glückwunsch, du bist. Ich hatte keinen Bock auf eurer Seite, ich habe mich woanders hingestellt. No, ich weiß gar nicht, wo ich geparkt habe. Du hast eine leicht bessere Rundenzeit, eine 10. Ja, das war nicht die mit der Rolle. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, ziemlich genau 10 Sekunden verloren in der Runde mit der Rolle. Die totale Scheiße kommt nochmal dran. Ja, wieso nicht? Und das auch noch 6 Runden diesmal. Jo, ciao Stevie. Ja, ich weiß, ich hab's wieder vercheckt. Du hast noch 5 Runden, das zu korrigieren. Dazu habt ihr mich jetzt erst überholt. Ja, es ist gar nicht wirklich länger, dein Weg. Du hast nur einfach dann weniger Geschwindigkeit daraus. Beziehungsweise wahrscheinlich mit schnelleren Autos wäre es dramatischer gewesen, wegen den Kurven, hätte er langsam machen müssen und sowas. Und zum langsamen Auto ist dann echt nur ein kleiner Unterschied. Naja. Lag echt am langsamen Auto jetzt, und weil wir halt am Start waren. Ach ja, stimmt. Der Start ist ja nochmal langsamer. Wobei bei einer schnellen Runde hätte ich den Fehler auch nicht gemacht. Dass man ja gewohnt, wie es aussieht. So, dann muss ich jetzt irgendwie 10 Sekunden wieder aufholen. Ich weiß zwar nicht wie. Legst doch schon mal gut vor. Ja, aber 10 Sekunden, dann muss ich schon ein bisschen mithelfen. Und gleich irgendwann sagt dann sein Spiel wieder nö. Na, mal schauen. Gestern war es ja auch nur einmal. Ja, aber ein bisschen beunruhigend, dass ich jetzt schon zweimal in kurzer Zeit war. Das ist nur bei HP 2 so. Gut, ich habe ja wie gesagt heute auch diesen Fehler, dass ich. Gut, jetzt musste ich es nicht, aber um es durchsteht, einmal kurz raus und wieder reinzuzappen. Ja, wobei, das ist ja irgendwie ein. Nee, ist ja auch ein Anzeigeproblem. Deine Frage nur bei HP2 zu beantworten, keine Ahnung, ich habe nichts anderes gespielt. Das war ja gestern, ne? Davor habe ich auch nichts anderes, also gar nichts gespielt gehabt. Seit letzten Wochenende nicht mehr, genau genommen. PC-Belastungstest wäre ja, wenn wir das nächste Mal wieder trennen haben. Ja gut, aber da wird er jetzt irgendwo ein Lüfter abgefallen sein. Und ist nächste Woche schon wieder. Nee, Nietzsche 2 ist nächste Woche. Dann ist wieder los. Ja, würdest du jetzt bitte anfangen, Stück für Stück einen 10-Sekunden-Abstand aufzubauen? Sprich, lass dich mal ein bisschen zurückfallen. Ich hab schon ein Zehntel zurückfallen lassen, weil der Sprung scheiße war. Das muss reichen. Ja, nee, ein Zehntel, da musst du das irgendwie noch 100 Mal machen. Das scheint nicht mehr als ein Zehntel gekostet zu haben. Bitterlicherweise. Ja gut, ich weiß deine Bemühungen da durchaus zu schätzen, aber es reicht noch nicht. Häng mich mal rein. So kommst du nie auf die 10 Sekunden. Was ist mit 5 Minuten? 5 Gang, nicht 5 Minuten. Der 5. Gang ist so scheiße, der klingt so falsch. Der ist auch falsch. Ja. Okay. Da ist das. Hast du endlich
meiner Bitte entsprochen. Ja. Leider. Das Auto hat kuriosen Bullshit gemacht in der Abkürzung. Och man, ja, bei mir nicht anders. Ich hab den Baum auf mich zukommen sehen, anstatt dass ich wegziehe. Nein! Ja, ich habe versucht links auszuweichen, aber da kenne ich die Route so schlecht und dann hab ich natürlich was mitgenommen. Neue Routen spontan lernen. Er hat ja so komische Sachen gemacht, das Auto, musste ich halt leider links ausweichen, das war natürlich fatal für mich. Zum Beispiel sowas wie eine Rolle zur Seite? Nee, das ist deine Aufgabe. Darin bin ich gut. Habe ich schon zweimal geschafft. Aber in Slow Motion. Eher so fiese Baumberührung. Na gut, jetzt gerade mit dem Auto war es in Slow Motion. Mit dem CLK, das war Highspeed-Rolle. Ah, das hätte nicht passieren dürfen, Mensch. Das kann ich mir gegen Kirche doch nicht leisten, so ein Mist. Ah. Ja, das war echt Mist. Ich glaube, das war Mist. Also das ist Ansichtssache. Ich fand das jetzt gar nicht so schlecht, soweit ich das gerade gehört habe. Wenn ich bedenke, dass die Karte leer ist, war das sogar ganz großer Mist. Oh Mann. Komisch, meine Karte ist immer leer. Beim Start nicht. Ja Gott. Dahin mit einem ausgebaut, Baum. Geschenkt bekommen durch hübsche Rollen. Jetzt ist halt entrollt. Ist mir egal. Es ist aber entstanden. Okay, auf entstanden weg. Können wir uns einigen. Und jetzt ist es einfach wieder weg, wegen diesem dämlichen Kackbaum. Schokolasten. Obwohl das Auto eine Aufhängung hat wie ein Dreirad. Dreiräder, zumindest die ich kenne, haben gar keine Aufhängung. Also mit einer Aufhängung schon. Keine Dämpfung, keine Federung, ja. Ja, dann, ne. Das ist doch bei dem Auto auch der Fall, oder nicht? Also jedenfalls fährt es so. Bretthart? Also, was willst du eigentlich von mir? Ist das so? Fällt es? Ich habe keine Ahnung. Fühlt sich das an, als hätte ich eher gedacht, dass so schwere Sachen eher so schwammig sind? Ich weiß auch nicht, wie man dieses Fahrzeug beschreiben soll. Ist einigen muss auf katastrophal. Ja, totale Scheiße beschreibt es ganz gut. Ja, ne? Na schade, dass es hier einfach keine Zeitabstandsanzeige gibt. Ich würde gerne wissen, wie weit ich weg bin. Oh, Split Times wären in der Tat nett, das stimmt. Ich hab gar nicht drüber nachgedacht. Wenn man einfach mal wissen würde, wie weit ich jetzt gerade weg bin, das würde mich jetzt gerade wirklich sehr interessieren. Also wenn du willst, kannst du mitzählen. Ich kann ja sagen, wenn ich über Startziel fahre. Na, nee, das ist mir zu ungenau. Du willst schon so die Millisekunden wissen. Achso, ja gut, wenn du das Ziel fährst, dann kannst du vielleicht besser gleich mal sagen. Also, ich nähere mich dem Ziel. Letzte Kurve. Wo ist das Ziel überhaupt? Brücke und jetzt. Das ist deine letzte Runde.
das ist natürlich eine halbe Weltreise, die du vor mir bist. Oh, holy shit. Ach du Kacke. Jetzt bin ich übers Ziel. Okay. Das ist etwas suboptimal gelaufen. Oh shit. Ja, der Baum hat halt echt viel gekostet. Weil das Problem war ja auch nicht nur die Tatsache, dass es. Ne, es ist ja erstmal dazu gekommen. Ne, erstmal den Zeitverlust da wegzurutschen. Falls ihr es wissen wollt, ich wäre jetzt erst auf mein Ziel. Okay. Da ich noch eine Lücke erkennen darf. Ach, wirklich? Quasi eine Zahnlücke. Wow. Bitte hier grinsen. Das ist gerade so angeboten. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Wenn mein Streamdeck nicht ausgestopft wird, wäre hier jetzt das Grillen-Steppen-Sound eingespielt worden. Das habe ich nämlich über das Streamdeck eingestellt, so ein paar Sounds. Sollte man immer griffbereit haben. Ja, du weißt doch, die alten Spiele und mein Streamdeck. Ja. Die mögen sich vielleicht nicht so. Bei Dirt Rally 2.0 ist eine Sache, da kann ich das Streamdeck ohne Probleme nutzen. Ja, das ist ja auch aus diesem Jahrtausend. Wie lame ist das denn? Na wohl, das jetzt aus diesem Jahrtausend. Oh mein Gott, das tut so weh. Aber ich bin rangekommen. Du warst jetzt durchs Ziel gefahren und ich war nicht so weit weg. Ich bin ein bisschen dichter gekommen. Also bei dem U-Turn war ich definitiv suboptimal, aber schlimm war es jetzt auch nicht. Das ist ärgerlich. Ja, ich bin irgendwann da, das dauert noch. Direkt mal gucken, wie die letzten Runden dann waren. Also der Vergleich der letzten Runde. Was der gefühlt nur suboptimale U-Turn gekostet hat. Du hast gewonnen! So, Rundenzeitenvergleich. Alter, 14 Sekunden, was war das da? Oh, gut, Rundenzeit warst du aber auch viel besser. Ja, aber die letzte war ich auch besser. Da bist du nicht rangekommen. Doch, also laut Nein. Ansage schon. Ja, aber dann war das eine Schätzsache. Aber zumindest habe ich da 4/10 gewonnen in der letzten Runde. Whatever. Ja, gewonnen kann irgendwie... Strange. Naja, und Zehntel. Ich meine, das schätzt erstmal, ne? Ach so, wahrscheinlich war einfach die Anzeige... Ich meine, jetzt hast du es ja geschätzt relativ zu der Anzeige, wenn das Spiel sagt, dass ich im Ziel war. Vielleicht kommt die Anzeige einfach viel später. Nee, eigentlich nicht. Wie viele Rennen haben wir überhaupt noch? Ich nix wissen. Was sind bei welchem Rennen wir angekommen sind? Was war denn das letzte? Ich kann mich auch nicht erinnern, was das letzte wir war. Wir haben jetzt Coastal Parklands, das haben wir noch nicht an. Das haben wir erst zum ersten Mal. Jetzt, warum steht doch oben was? Ah! Race. Jetzt wissen wir's. Danke für die Infos, Server. Ja, schon echt ganz praktisch. Oha, das war aber nicht gut an dem Fahren. Ätzend. Ach, der braucht auch wohl die volle Leitplanke, damit er die Kurve schafft. Dafür ist sie doch da. 5 Runden. Jupp, ja. Na gut, aber ist ja kein langsames Auto. Und keine lange Strecke. Oh. Ich hab die Wand schon wieder rückwärts gesehen, aber ging nicht. Oh, doch der Stuss ist auch schwer, die Kurve. Alter! Wusch!
Der Wuschbusch ist wieder da. Der Wuschbusch? Ja, der ist wieder da. So. Ja, ich fahr die Kurve dann mal eben groß. Da bin ich ja vorhin auch, oder? Als wir die National oder was das war, in die andere Richtung gefahren sind. Wo ich einfach mal spontan außen lang bin. Weil. Ach, weil? Weil, warum nicht? Weil wegen ist einfach so. Genau. Die letzte Rennhälfte habe ich echt nachgelassen gegen Kirsche. Wahrscheinlich hat er jetzt so eine Unfälle, ob random oder nicht random, sei mal dahingestellt, reduziert. Ja, oder du leidest inzwischen schon unter Cappuccino-Entzug. Ja, das ist ja das sowieso. Wie sich ich und Stevie einig sind. Das ist typisch Dennis halt. Ja, sicher. Die ersten zwei Rennen waren noch optimal temperierter Cappuccino, dann wurde er kälter, dann war er alle. Kann man in der Performance direkt ablesen. Das Belastende ist ganz noch kein. Oh, das ist natürlich hart. Ja gut, da kommt das Zittern wahrscheinlich schon so langsam. Ja, so Entzug, weißt du? Genau. Wusch. Deswegen denkt er sich solche Wuschs. Ja, der Wuschbusch ist. Nein, ach Mann, was ist denn? Da will ich die Kurve zu eng nehmen, schaff's nicht und knall erstmal voll gegen die Wand. Ja, ich finde den Ansatz, die Kurve zu eng nehmen zu wollen, schon schlecht. Ach wirklich? Ich hab's ja dann versucht zu ändern und. Ja, dann kam da leider was der. Da bin ich aber auch Spezialist drin, Kurven zu eng zu nehmen. Oder auch teils zu früh. Och ja, klar, komm, setze ich mich halt zweimal in Runde 2. Warum halt nicht? Die Strecke liegt hier schon jetzt zu sehr. Ja, gerade läuft. Ich habe nur echt Schiss, dass man irgendwann in der Folterabkürzung einfach mal sich dreht und resetten muss. Dann machst du auf deinem Tag heute alle Ehre und tu das nochmal. Nope. Vielleicht morgen. Alter, ich lerne aber auch nicht aus meinen Fehlern hier, ne? Wenn du gleich noch Zeit hast, können wir dann beim City Island ja noch nachfahren. Jupp. Also ich würde jetzt sowieso direkt im Anschluss fahren, ja. Wusch. Oh, das war horrible für mich. Da kann ich leider nicht mithalten. Das ist hier wieder Kirschemythos. Kirschemythos? Ja. Das ist eigentlich, dass man versucht, möglichst häufig unnötig zu crashen. Nicht in HP2. Ja, doch, doch. doch, doch. Hebst du für das Rennen auf, ne? Nö, nö, ich crash ja auch. Ich muss dann quasi nur in den Rennen, wo ich mal nicht crashe, dann muss ich es kompensieren. Ah, so läuft das also. Hm. Na dann. Gefühlt, wie bist du näher gekommen? Gar nicht. Müssen wir mal gucken, weil der U-Turn war echt scheiße. Da bin ich auf den Rundenzeitvergleich von der vierten Runde gespannt. Dies ist die letzte Runde.
warum muss ich mich denn auch für die vierte Runde drehen? Mann! Das war dumm von mir. Ja, das hättest du eigentlich schon nach der zweiten Runde oder so machen können. Ein paar Bäume fällen. Das lassen sich irgendwie nicht fällen. Das kann man nie wissen. Man muss einfach immer weiter probieren. Probiere ich schon seit über 20 Jahren. Hat immer noch nicht geklappt. Gib nicht auf, häng dich rein. Wenn du einen Traum hast, dann verfolg ihn. Okay. Was zum... Ja, anstatt zu bremsen, wechsle ich erstmal die Perspektive. Oh. Oh, Mann! Das bremst sich auch mit der nächsten Wand. Ja, das stimmt in der Tat. Endlich. Der Sieg gehört dir. Ja. Oh. 1,5 Sekunden verloren in der einen Runde. Deine Rundenzeit geht mir auf den Sack. Ja, die war okay. Aber wie gesagt, vierte Runde, 1,5 Sekunden langsamer. Okay. So schlimm hat es sich jetzt nicht angefühlt gehabt, aber ja. Keine Ahnung, was er das ist. Eine neue Strecke, gehört jetzt auch dazu, oder nicht? Nee, wir sind durch, ich mache jetzt aber das Nachgefahren. Dann, genau, wechsel doch gleich mal auf das Nachfahrding hier. Wenn ich die Tastaste, danke. Welche Strecke war das? Jupp. Welche? Ja, genau. Keine Ahnung, keine Ahnung. Oh, scheiße. Irgendwas Palmiges oder Isländisches. Palm City mit dem F1, ne? Glaub, ja, genau, das war der F1. Ja, genau. Da muss ich jemand die Rennen. Obwohl, lass mich gucken, müsste ich ja sehen. Wenn ich den ASIC nicht habe, was kam davor? Oder was kam danach? Egal. Ach, ich habe wieder den Bug gehabt. Super. Also, OBS, ich verstehe dich mit diesem Bug manchmal nicht. Kurz, Stevie, bevor du es erzählst. Demon, welche Strecke kam davor oder danach dran? Nach dem F1? Moment, davor der Wine Country mit Ford totale Scheiße und danach okay, kam Island Outskirts mit Elise. Ja, ja. Dazwischen habe ich nichts. Okay, alles klar. So, Stevie, also, du hast einen OBS-Bug. Ja, wieder dieser 5-Sekunden-Standbild-Bug, also whatever. Keine Ahnung, auf einmal tritt er wieder öfter auf. So, sollte gewechselt haben. Also er wechselt bei mir noch, ja. Du fährst mit? Ja, sicher. Dann wähle ein Auto. Ja. Den Elise hätte ich gerne. Nehme ich auch.
Was kann du was besser? Kann ich das werten? Oh Mann, ey. Noch ist nicht zu Ende. Wer weiß, vielleicht verkackst du dann die letzte Runde und verlierst 10 Minuten. Ja. Oh, was machst du denn da für Dinge? Ja, ein bisschen Wand abchecken. Ja, war hart, ne? Ja, es ging eigentlich. Nur so ein bisschen ins Taumeln gekommen, aber dann hat sich das Taumeln sehr lange hingezogen. Können wir die erste Runde von meinem anderen Rennen nehmen? Die war besser, glaube ich. Ja. Oh, wie gern würde ich diese Rennen austauschen. Das läuft ja so viel besser. Holy shit. Na gut, die erste Runde zumindest, ne? Die war halt nicht so gut bei dem anderen Rennen. Bei dir. Und die anderen, wo ich dann zugeschaut habe, da war ja nichts mehr. Naja, die letzte Hälfte ging. Das stimmt. Was machst du also? Bleib auf dem Teppich. Mein Downforce ist kaputt. Downforce ist kaputt? Jo, der will immer springen, ja. Ja, dann schnapp dir das Handy und ruf Eddie an. Ja. Der ist gerade damit beschäftigt, dein Auto zu sabotieren. Der hat keine Zeit. Ja, das würde er nie machen. Also falls du hier nichts merkst, das kann ich dir auch erklären, woran das liegt. Er kümmert sich um dein Dirt Rally Auto. Ah, okay. Das ist nämlich dein Servicestation-Mechaniker. Ich glaube, er ist dein Servicestation-Mechaniker, sonst würde er nicht mein Auto sabotieren. Ja.
bei mir macht er halt vernünftige Arbeit und bei dir hat er sich auch eben halt sich auch eingestellt, aber dafür macht er eben halt Sabotage. Ich habe bisher nicht rausgefunden, wie man Eddie entlassen kann, ist das Problem. Ja. Er scheint fest einprogrammiert zu sein. Ja. Ich hab jetzt sein bester Freund. Das sagt er doch am Anfang, wenn man ihn kennenlernt. Wirklich? Das beginnt direkt mit einer Lüge? Ja. Ja, viel Spaß euch noch. Jo. Oh, bis dann. Oh, das ist knapp mit der Fall, ne? Ja, dann nehmen wir es auch knapp. Bumm. Das wollte ich mal vorbei. Unfreiwillig, aber ich glaube, wir sind das nicht gut. Ah, du fährst ja eh nur mit, um mir die Sicht zu stehlen. Reset, okay. Ja, das war mein Fehler. Eingang, also der Anfang vom Ausgang war noch okay, aber am Ende vom Ausgang dachte ich, das passt schon. Und ja. Letzte Runde. Jetzt fahre ich so einen virtuellen, gegen so einen virtuellen Dämon, der am Anfang der ersten Runde ja eigentlich auch einen Fehler hatte. Jetzt weiß ich gar nicht, ist der jetzt vor mir oder hinter mir, oder? Du wirst vor mir sein, der erste Teil vom Gewerteten war ziemlich schlecht. Ja, aber guck dir an, wie viel du jetzt vor mir bist. Ja, aber diese Runde läuft, ja. Kann ich ja von meinem Gewerteten Rennen nicht gerade behaupten, im ersten Teil. Deswegen will ich ja das Rennen werfen. Ach, schön wär's. Sollte ich nicht gleich sagen, mein Downforce ist im Arsch. Naja, hat Eddie noch nicht repariert? Nee. Er ist immer noch beschäftigt mit einem Dirt Auto. Achso. Sind ja ein paar mehr Autos, die man da fährt, ne?
hat er viel zu tun. Das stimmt. Und will er alle sabotieren. Ach, komm schon. Mal gucken, was hat die Runde gekostet? 4 Sekunden. So. Na gut. Und Gesamtrundenzeit, was hattest du? Lass mich Arsak gucken. Ach, das steht in Arsak gar nicht, da stehen ja nur die. Ach doch, doch, da steht auch drin, ja. Die Spannung steigt. So, du von der alten, von der gewerteten wolltest du wissen, ne? Ja, ja. 11, 10, 28. Okay. Dann war ich 4 Sekunden langsamer als dein jetziger Run und 4 Sekunden schneller als dein damaliger Run. Wow. Oh Mann. Ganze 8 Sekunden schneller war dieser Run. Ja. Nicht schlecht.